Ja, hallo meine lieben GeoLeben TV-Zuseher, schön, dass du hier wieder mit dabei bist zu diesem Video. Ich befinde mich in einer Location, die man so nicht so gewohnt ist, und zwar hier mitten am Berg. Die Sonne ist jetzt leider, die hat sie leider hinter einer Wolke versteckt, aber was soll's, ist halt so. Ja, es passt einfach ganz gut, dass ich mich hier befinde, weil auf dem Berg kommt man ja meistens nicht einfach so aus, eine Seilbahn geht rauf oder eine Straße, wo man mit dem Auto rauffahren kann, aber auf viele Berge musst du einfach mit der eigenen Antriebskraft hinauf. Ja, in dem Sinne bin ich natürlich heute eben auch zu Fuß unterwegs, und deswegen auch, weil ich wieder so richtig Freude an Bewegung habe, weil ich mich einfach seit einigen Monaten wieder viel, viel fitter fühle. Manche werden mitbekommen haben, ich habe einiges abgenommen, habe meine Ernährung verändert und wieder einiges eben gemacht, um mich einfach wieder besser, fitter und leistungsstärker zu fühlen. Nicht nur körperlich, natürlich eben auch auf der mentalen, psychischen Ebene. Ja, die Frage, die wir uns in diesem Video stellen, ist eher die Fleischkost eher von Vorteil, eher die gesündere Variante, oder ist es doch eher ohne Tierprodukte eben sich zu ernähren? Ja, in dem So, hallo Sinne. meine lieben Freunde. Jetzt bin ich wieder herunten vom Berg und es war wieder ein sehr, sehr feines und spezielles Erlebnis. Ihr wisst, ich liebe es, in der freien Natur mich zu bewegen, vor allem auch relativ einfach und leichtfüßig bewegen zu können. Das ist eins der geilsten Dinge, die man sich nur vorstellen kann. Doch jetzt stellen wir uns die Frage, welcher Ernährungsstil ist denn nun besser für Fitness und Gesundheit? That's the question, würde ich sagen. Ich habe es ja schon anklingen lassen, und zwar seit einigen Monaten fühle ich mich aufgrund einer sehr radikalen Ernährungsumstellung wieder wesentlich fitter und habe dabei auch mindestens 20 Kilogramm abgenommen. Ja, da ich ja schon einiges an Ernährungsumstellungen hinter mich gebracht habe in meiner Vergangenheit, kann ich, so denke ich, auch schon mal aufgrund dieser Erfahrungen, dieser Expertise und dessen Ergebnissen schon gewisse Empfehlungen und Ratschläge abgeben, was ich dann natürlich später noch machen werde. Doch jetzt würde ich einfach mal vorweg einfach mal so ein paar Fakten im Ansatz anklingen lassen, eben bezüglich Fleischkosternährung und pflanzliche Ernährung. Die schauen wir uns einfach mal an, und da schauen wir dann ein bisschen auf vegan und dann nochmal abgesondert von vegan auf rein pflanzlich, eben auch ohne Getreideprodukte. Doch was soll ich euch sagen, meine lieben Freunde? Ihr wisst es sowieso, alles, was einfach hier dieses Video wichtig macht, das erfährst du wie immer nach dem Intro. Ja, meine Lieben, hier bin ich wieder, euer Gio von GeoLeben TV und bewusst gesund bei Gio. Grundsätzlich einfach mal wissen wir, Ernährung ist so ein unglaublich hochkomplexes Thema, und auch hier könnten wir hier herum diskutieren. Es gibt sie einfach nicht, die eine, die beste Ernährung, auch wenn das immer wieder viele Menschen uns weismachen möchten, ja. Es ist immer ein ganz wichtiges Motiv, wenn ich ernährungstechnisch etwas verändern möchte. Wieso mache ich es? Ja, bin ich hier eher dem Tierwohl geschuldet, dass ich sage, okay, ich mache es vorwiegend wegen der Tiere, dass ich auf Fleisch verzichte. Mache ich es, weil ich abnehmen möchte, oder mache ich es aus gesundheitlichen Gründen? Natürlich ist es so, wenn alle drei Motive hier hauptbeteiligt sind, natürlich am besten, das ist klar, aber schlussendlich hat dann jeder für sich ganz ein individuelles Hauptmotiv, ob das nun die Gesundheit, ob es das Tierwohl ist oder ob es dann das Abnehmen ist. Aus meiner Sicht ist es immer am besten, wenn mal das eigene voransteht. Das heißt, wenn ich es grundsätzlich mal für mich selber mache, denn wenn ich auf mich schaue, kann ich auch wesentlich einfacher auf andere schauen. So sehe ich das grundsätzlich mal. Aber es ist natürlich klar, wenn ich es jetzt aus rein gesundheitlichen Gründen mache, dann schwingt natürlich auch das Tierwohl mit. Das ist ja logisch, weil wenn ich kein Fleisch mehr esse, dann hat das Tier auch was davon. Ob das jetzt für mich hauptmotivierend ist oder nicht, scheint
Oder ist dann für das Tier grundsätzlich ja egal, wenn ich kein Fleisch mehr konsumiere? Ja, kommen wir jetzt einfach mal zu mir, zu meinen Erfahrungen. Für mich war ja im November 2020, also schon während Corona, mal primärer Grund, meine Fitness und Gesundheit zu verbessern. Ich habe mir auch im Corona-Jahr einige Kilos dann noch zusätzlich angefuttert und ich habe mich immer wirklich super toll gefühlt und es hat einfach klar alles da oben geklingelt und gesagt, hey Gejo, jetzt wird es Zeit, wieder etwas zu verändern. Dazu sind einfach auch noch Zahnprobleme gekommen. Ich habe das ganze Jahr Zahnprobleme gehabt, ständig immer wieder zum Zahnarzt und immer wieder ist was Neues gekommen. Ich war bis zu dem Zeitpunkt 7-8 Mal beim Zahnarzt. Irgendwann hat es mir gereicht und er hat mir gesagt, hey, sind da so viele Entzündungen in mir, die ständig diese Zahnprobleme auslösen. Wir wissen, Fleisch ist ein Entzündungsförderer, Milch ist ein Entzündungsförderer, Getreideprodukte fördern Entzündungen. So war für mich der logische Schluss, das alles weglassen, umsteigen auf rein pflanzliche Kost. Nicht Rohkost, aber vorwiegend gekocht. Teilweise eben auch roh, aber rein pflanzlich ein Experiment auf 30 Tage angelegt und dann einfach mal schauen, was passiert, verändert sich da drinnen irgendwas, verändert sich generell was, weil das ist natürlich schon eine krasse Umstellung. Wenn sie da nicht irgendwo was verändert, dann weiß ich es auch nicht. Ja, das ist einfach einmal so. Und wer sich diesbezüglich einfach dieses Experiment ein bisschen weiter informieren möchte, der schaut einfach auf meinen Telegram-Kanal, ja, GeoLebenTV. Hier habe ich täglich den Vlog-Dokument, in einem Vlog dokumentiert, also 30 Tage lang einen Vlog, jeden Tag so 5, 6, 7 Minuten. Und da sieht man ganz, ganz klar einfach, was einfach so war, was passiert, wie es einem oder wie es mir so gegangen ist. Ungeschönt, einfach ungeschminkt. Die Tage dokumentiert und total interessant. Wir wissen ja, Reality ist live und das interessiert uns eigentlich dann eh meistens wesentlich mehr. Ja, also wie gesagt, einfach auf Telegram mal schauen. Ja, schauen wir nun, was diese Allesfressernahrung, also inklusive Fleischkonsum, vorher mit mir gemacht hat und was die rein pflanzliche Ernährung eben im Laufe der Zeit verändert hat. Inzwischen sind ja über ein halbes Jahr vergangen. Wobei der jetzige Status ist, dass ich auch hin und wieder glutenfreie Nudeln esse. Da kann man auch wieder zum Streiten anfangen. Bringt es was, glutenfrei etwas, ja? Und eben auch so hin und wieder Buchweizenbrot. Jedoch auf jeden Fall keine Milch, keine Käseprodukte, keine Produkte aus Milcheiweiß, wie diese Milcheiweißwurst, die es ja seit einiger Zeit eben auch gibt, oder ähnliche Dinge, die aus Milcheiweiß produziert werden. Also das ist alles weg. Ja, was sagt denn nun die Wissenschaft bzw. auch die sogenannte Deutsche Ernährungsgesellschaft, kurz DEG, zur Fleischkost, zu allen anderen Dingen bzw. zur veganen? Ich werde das natürlich nur streifen, weil sonst müsste das Video ja ewig lange werden. Ja, da schauen wir einfach mal, was die DEG da mal zu sagen hat. Geht es auch ohne Fleisch? Wer auf Fleisch ganz verzichten möchte, kann das ohne Probleme tun. In Milch, Joghurt, Käse, Hülsenfrüchten und Getreide ist ausreichend Eiweiß enthalten. Ideal sind Kombinationen wie zum Beispiel Kartoffeln mit Ei oder Milch mit Getreidebrot. Statt Fleisch kann natürlich auch Fisch gegessen werden. Vitamine und Eisen bieten vor allem Vollkorn, Getreideprodukte am besten immer in Kombination mit Vitamin C, reichem Gemüse oder Obst. Ja, ja, schau, meine Liebe, das war jetzt einmal so ein kurzer Auszug von der DEG und zu meiner Überraschung kann man laut DEG auch gut vegan leben, wenn man sich mit der Nahrung etwas auseinandersetzt und gewisse Dinge supplementiert, wie zum Beispiel eben auch Vitamin B12 oder ein paar andere Dinge, womit ich natürlich nicht so gut kann, das ist jetzt zwar, ist eh nicht vegan, ist natürlich die Menge an Milch, Produkten, an Getreideprodukten, die natürlich hier weiter empfohlen werden. Da muss man einfach ein bisschen genauer hinschauen. Vor allem irrt eben auch hier immer wieder Eiweiß. Na, Eiweiß, das wird ja so, das ist ja so der Grund, warum man Fleisch essen soll oder eben Milchprodukte. Und wie das mit dem Eiweiß ist, das schauen wir uns einfach auch kurz noch
man einfach mal an. Ja, weiter sagte die EG, man sollte nicht mehr Fleisch als 600 Gramm in der Woche essen. Dazu zählen auch die Wurstprodukte. Ja, eine Wurst ist sowieso wieder ganz was Eigenes, das sollte man sowieso weglassen. Ja, der Hype, fleischlos zu essen, vegan zu essen, ist auch bei der DEG mittlerweile offensichtlich angekommen, vor allem eben auch aus Klimaschutzgründen, wie auf der Homepage der DEG eben auch zu sehen ist. Ja, das Hauptargument der Fleischesser ist ja vorwiegend das Eiweiß und dass sich tierisches Eiweiß einfach besser verwerten lässt. Ja, das lasse ich so jetzt einfach mal stehen und frage mich, ob denn die Menge an Eiweiß unbedingt sein muss, setzen wir mal ein großes Fragezeichen dahinter. Im Fleisch haben wir ja so 15-25% an tierischem Eiweiß logischerweise und dieser Wert wird ja für eine ausgewogene Nahrung immer so angegeben. Ob da jetzt die Fleischindustrie dahinter steht, das zweite Fragezeichen, was wir da mal dahinter setzen. Lassen wir es einfach mal so stehen. Ein sehr treffliches Gegenargument gegen diese Menge Eiweiß scheint mir einfach zu sein, ja, dass ein Baby, das ja grundsätzlich mal an und für sich im Verhältnis zu uns Erwachsenen am meisten Eiweiß einfach auch mal benötigt, ja, weil es ja im Wachsen ist, weil es schnell wächst, weil es doppelt so schnell wächst, als wie wenn man dann schon groß ist, wissen wir ja. Und Eiweiß ist natürlich ein Baustoff für unserem Körper, das ist mal klar. Und da ist natürlich der beste Eiweißlieferant die Muttermilch. Gehen wir mal davon aus, dass das die meisten hoffentlich mal noch so machen. Und in der Muttermilch sind ja jetzt auch nicht 30% Eiweiß, sondern da haben wir um die 2,8% Eiweiß in der Muttermilch. Wieso sollte also ein Erwachsener die siebenfache Menge eines Babys benötigen? Ja, das ist ein bisschen komisch, vor allem wenn eben Babys wesentlich mehr Eiweiß im Verhältnis natürlich benötigen, weil sie ja im Wachsen sind, weil sich da ja alles noch vergrößern, entwickeln muss. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Argument gegen diese großen Mengen an Eiweiß, die sonst generell so prolongiert werden, auch von der DEG. Ja, vor allem, dass sich dieses ganze überschüssige tierische Protein im Gewebe dann ablagert, für Übergewicht sorgt, dann natürlich auch Krankheiten Tür und Tor öffnet. Ja, Herz-Kreislauf-Krankheiten bis hin zu Krebs. Ja, und vor allem wird da auch der Milch einiges angelastet, auf das hier einzugehen noch den Rahmen einfach sprengen würde. Ja, wenn man sich so wie ich eine Zeit lang rein pflanzlich ernährt, hat man ja auch immerhin in Früchten und Gemüsen an die 2% Proteine, was ja schon mal nicht so schlecht ist. Und ich supplementiere halt einfach diesbezüglich auch mit pflanzlichem Eiweiß, so nach Lust und Laune und so wie ich es einfach auch sehe und empfinde. Und bei mir darf man nicht vergessen, ich mache ja körperlich sehr viel, auch seit Monaten, und das ist natürlich auch meiner Fitness geschuldet. Das heißt, ich spüre und ich sehe es relativ schnell, ob was funktioniert. Wenn ich mich körperlich angestrengt habe und ich brauche dann ewig lang zum Regenerieren, dann weiß ich, dass ich hier sicherlich mit etwas in Schuld bin und das ist dann eben auch meist Eiweiß. Doch, ich kann euch gleich beruhigen, das kommt eigentlich nicht vor und ich bin wahnsinnig verwundert, dass die Regenerationszeit vor allem nach einer größeren körperlichen Belastung wesentlich geringer ist als früher oder zumindest merklich geringer ist. Ja, wesentlich wichtiger als eine Empfehlung finde ich sowieso, wo ich annehmen muss, dass auch die Fleischindustrie eben auch immer wieder dahinter steckt, ist immer noch das eigene Fitness- und Gesundheitsempfinden. Und da kann ich einfach nur sagen, ich bin fitter und gesünder denn je, auch ohne 15-25% Eiweiß, vor allem aus tierischem Eiweiß. Und wie gesagt, das Ganze dauert jetzt schon über 6 Monaten und da kann ich sehr wohl schon meine Erkenntnisse daraus ziehen. Ja, manche merken wohl jetzt schon, dass ich eindeutig in die fleischlose Richtung tendiere, was absolut stimmt, und glaubt mir, ich habe schon sehr, sehr viel ausprobiert, auch die ketogene Ernährung, da habe ich zwar auch abgenommen, jedoch würde
ich durch die ketogene Ernährung einfach fitnesstechnisch gesehen eher unfitter. Ja, das war wirklich so. Ich habe zwar extrem abgenommen, aber ich wurde immer unfitter. Also da habe ich wirklich den direkten Vergleich. Punkt. Ja, und aus meinen früheren vegetarischen und veganen Zeiten kann ich einfach auch ganz klar mit Sicherheit behaupten, ich fühlte mich immer fitter, besser, leichter und eben auch gesünder. Ja? Das Leben als Ganzes fühlte sich und fühlt sich einfach wesentlich leichter an. Leute, das ist so für mich das Hauptargument. Es würde eigentlich genügen, mich hinzustellen und zu sagen, das Leben fühlt sich ohne Fleisch, so mit dieser Ernährung, einfach viel, viel leichter an und dann wäre auch schon gut. Ja, mein Ernährungsplan enthält viel Pflanzliches, wie grünem Salat, Süßkartoffeln, normale Kartoffeln auch, Bohnen, Gurken, Zwiebel, Knoblauch, Champignons, Avocado, Tomaten, Melanzane und was es halt einfach so an Gemüse gibt. Natürlich auch saisonal bedingt. Ich gehe einkaufen mit offenen Augen, ich schaue mir an, was haben die und nehme halt dann auch das, was so da ist. Und wenn was Neues ist, das ich ausprobieren kann, das ich nicht kenne, mache ich einfach auch das, weil man hier einfach auch kreativer wird, weil man hier einfach auch ein bisschen genauer schauen muss, um Abwechslung hineinzubringen. Ein Smoothie steht bei mir einfach auch täglich am Plan, vorwiegend mit Bananen, etwas Avocado eventuell, Kokosnussfett muss da rein, Gerstengras ist da immer drin. Wenn Gurken übrig ist, schneide ich die noch dazu. Ein bisschen Salat, der herumliegt, kommt dann auch hinein. Und was halt einfach auch so übrig ist. Ja, und um dann wieder so den speziellen süßen Hunger zu stillen, wenn so das Gefühl auch kommt, jetzt wäre vielleicht was Süßes einfach gut, ja, dann esse ich einfach Orangen, Mandarinen, einfach auch wieder, was ich so an Obst so da habe, außer Bananen, weil die sind ja hauptsächlich im Smoothie drin. Ich esse irrsinnig gern Ananas, absolut empfehlenswert, ein absoluter Killer, was sie einfach auch den Gusto des Essen anbelangt. Iss eine Ananas vor dem Essen und du wirst nur die Hälfte essen, das garantiere ich dir. Heidelbeeren und alles, was es halt so gibt, ein bisschen Feigen und in geringem Maß einfach auch Datteln, weil hier natürlich der Zucker sehr, sehr groß ist. Auch Fruchtzucker ist jetzt nicht per se unbedingt gesund, wahnsinnig gesund. Natürlich ein Unterschied zum raffinierten, aber auch hier sollte man nicht Fruchtzucker in großen Mengen zu sich nehmen. Ja, hin und wieder gönne ich mir dann auch, wenn ich einfach Bock habe, ein Honigbrot, wenn ich Buchweizenbrot zu Hause habe und das bestreiche ich dann auch mit Alsan und dann kommt eben ein bisschen Honig drüber. Das ist so ungefähr im Groben jetzt meine Ernährung. Und was mir ganz besonders auch wichtig ist, ich brauche keine Schublade für meine Ernährung, kein Vegan, kein ich bin Rohkost oder ich bin Pflanzenesser, weil das finde ich sowieso nur als eine reine Ideologie, die mich wieder in eine Schublade hineinbringt und selbst dann irgendwie unfrei macht, weil es mich natürlich auch begrenzt. Das interessiert mich überhaupt nicht. Es ist einfach dann auch meistens nur eine Ideologie dahinter. Und Ideologien finde ich in den meisten Fällen nicht gut, weil sie von den Bedürfnissen weg sind. Wenn ich an meinen Bedürfnissen wäre, dann bräuchte ich nicht so viel Ideologien. Das ist aber auch wieder ein anderes Thema. Ja, eines ist auch ganz wichtig. Ich bin schon der Meinung, dass wir verschiedene Stoffwechseltypen sind, ja, und deshalb auch verschiedene Nahrungsansätze benötigen. Die Menschen, die merken, dass sie vorwiegend am Bauch, so wie ich eher dann zunehmen, diese sind so wie ich eben gelagert und deshalb ist es hier wichtig, wenig Fleisch zu konsumieren, wenig Milchprodukte und auch ganz wenig Getreideprodukte, denn die machen hier vorwiegend dick und eben auch krank. Ja, mein Fazit für Typen wie mich, macht es Sinn, auf Fleisch zu verzichten, egal ob rotes oder weißes Fleisch, wenig Getreide zu essen, auf Milchprodukte zu verzichten, ja, sich vorwiegend eben aus pflanzlicher Nahrung zu ernähren, viel Gemüse, Obst im Mittelmaß, wertvolle Nahrungsergänzung, wertvolles Steinsalz ist mir ganz wichtig, ich süße meinen Kaffee mit Erythrit und trinke am Morgen viel Wasser mit Zitrone und koche alles
oder sehr vieles mit, das jetzt einfällt, mit Kokosnussöl. Ja, da koche ich. Ich koche vorwiegend mit Kokosnussöl. Und was ich auch hier sagen möchte, ist mit rein pflanzlich, das klingt immer so, nur Pflanzen. Ich bin ja kein Rohköstler, ja, sondern ich koche einfach auch ganz viel. Und da schaut das Ganze wieder viel, viel anders aus. Wie gesagt, ich koche viel und wenn, dann koche ich eben mit Kokosnussöl oder verfeinere auch sehr gerne mit Kokosnussmilch. Und wir brauchen keine Unmengen an Fleisch, meine Lieben. Fleisch ist vertragbar in geringen Mengen, sage ich jetzt mal, vielleicht einmal in der Woche. Und dann wertvolles Biofleisch und kein Junk aus der Massentierhaltung. Also das möchte ich schon betonen, das Tierleid gehört unterbunden. Das ist überhaupt keine Frage, wie natürlich auch Menschenleid, das ja auch durch Massenproduktion, durch Massenkonsum entsteht. Das möchte ich hier einfach auch mal betonen. Genau so ist es einfach. Ja, alles was in Fleisch und Milchprodukten enthalten ist, wie eben Proteine, Vitamine und vor allem Milch, der unverzichtbare Kalziumlieferant der Milchindustrie, ja, und Mineralstoffe und Spurenelemente, all das, was immer so auch mit Fleisch in Verbindung gebracht wird und mit Milchprodukten, das ist auch alles in pflanzlicher Kost genauso enthalten und sehr oft einfach auch besser verwertbar und auf jeden Fall gesünder. Das wird ja auch immer gesagt, na, du musst wegen B12, da geht dir ja das, wenn du kein Fleisch isst, Vitamin B12 ab. Auch die Kuh produziert nicht selbst das Vitamin B12, sondern das machen Bakterien und Kühe nehmen halt Vitamin B12, also diese Bakterien, über die Pflanzen auf. Die sind auf den Pflanzen drauf, fressen die, haben dann die Bakterien drin und so wird dann in den Kühen Vitamin B12 produziert. Nehme effektive Mikroorganismen zu dir, genau, EMA, also Bakterien, die für deine Darmflora hier gut sind, die produzieren dann eben auch dieses B12 in dir. Also EMA, auch ein Thema, über das man sich informieren sollte, meine lieben Freunde. Auch unser Darm ist diesbezüglich einfach auch nicht geschaffen. Man muss sich einfach mal vorstellen, wenn man Fleisch isst, dann ist es 8, 9, 10 Stunden da drinnen, bis es dann mal verwertet wird und wieder ausgeschieden werden kann. Rein pflanzliche Produkte sind vielleicht 2 Stunden da drinnen und werden wieder ausgeschieden. Also allein daran ist einfach zu erkennen, wo hier der Unterschied und Vorzüge und Nachteile einfach auch sind. Eindeutig ohne Fleisch geht es uns besser. Das ist meine Meinung, das ist meine Erfahrung, meine Expertise. Finde raus, was für dich gut ist. Ich fühle mich fit und gesund und ich freue mich heute noch darauf hinaus, in die Natur zu gehen und da wirklich relativ leicht wie eine Feder durch die Natur einfach mich zu bewegen. Weil dann macht es natürlich richtig Spaß. Es macht ja keinen Spaß, wenn ich in die Berge gehe und schnaufen muss, als wie ein altes Dampfrost. In dem Sinne, Daumen hoch, eure Meinung in die Kommentare, das ist natürlich wichtig. Und schaut auf meine Seite, bewusstgesundgeo6lebensmut.at. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und Servus, euer Geo.